100% Rock nonstop. Herzlich willkommen zum neuen Rockantenne Taftaf Neuheiten Quick Check. Hier kurz in der Vorweihnachtszeit. Wir haben viel zu tun. Leider Gottes habe ich die gut aussehende Kollegin Sharon den Adel von Temptation eintauschen müssen gegen Ruben der Recher Schulze. Na toll. Es ist was soll ich jetzt da machen? Wie soll ich jetzt da eine Chance haben? Du hast auch keine Chance. Das ist fast unmöglich. Ich kann doch einfach so reden. Hi, wir Sharon. Haben uns schon das erste Taftaf-Bier aufgemacht. Taftaf-Bier, yeah. Gibt es immer noch und wird es jetzt auch weiterhin geben in allen Märkten, die hat sich so durchgesetzt? Jetzt, ja, voll. Boah. Wir haben 100 Millionen Flaschen verkauft. Geil. 50 Millionen davon haben in wir die ganze getroffen, Welt. Okay, ist egal. Wahnsinn. Deswegen, das gibt es auch weiterhin, nicht mehr in limitierter Version, aber trotzdem in den ausgewählten Läden. Also Augen auf beim Biereinkauf. Nicht vergessen, liebe Kinder, saufen macht blöd. Das seht ihr. Bestes Beispiel, in Ausnahmefällen macht saufen auch hässlich. Aber ist okay. Was alles? Hubi, wir haben jetzt die Risiken. Ja, Entschuldigung. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, nein, ist geil. Weißt du, ich will jetzt wieder schauen. Wo ist die Sachsen-CD? Wo ist die neue Sachsen-CD? Sachsen. Nicht wirklich was Neues von Sachsen, aber doch alte Klassiker. Alte Klassiker ist doppelt gemoppelt. Klassiker und bekannte Hits. Songs in einem neuen Gewand. Und letztendlich denkt man sich, ja Gott, nochmal braucht man das. Sieht eigentlich aus wie von Apokalyptika. Braucht man das wie das Käppi auf dem Kopf von Ruben Schulze? Also dieses Käppi? Nein, das braucht man nicht. Zeigt, wie hart ich bin. Aber nur die Sachsen, Wrestling hart. Ruhe jetzt. Ja. Aber die Sachsen ist tatsächlich relativ überraschend interessant geworden. Sagen wir es mal so, da muss einem nicht alles gefallen. Auch wenn aber so viel wie hier. Nein, es ist eben nicht scheiße, es ist tatsächlich interessant. Okay. Ich lüge dir auch nicht die Hucke voll. Wir hören rein in Unplugged. And Strung Up, so heißt das Ding übrigens. Wollte ich noch sagen. Wir hören rein in eine neue Orchesterversion von Crusader. Achtung. Und sind sogar Schmetterlinge hier drauf. Das ist doch schön. Ruby Ausdruckstanz, jetzt noch. Jawohl. Bisschen dramatischer, bisschen mehr. Aber ihr hört schon, um was es hier geht. Ganz neu intoniert, ganz neu arrangiert. Sehr schön. Das knallt schon dann, gell? Ihr hört die Celli im Hintergrund so. Ja, geile Version einfach. Fett, die Geigen. Das ist also, ohne Scheiß, Geigen Ruhe teilweise. Einfach episch. Eigentlich eine perfekte CD für Weihnachten. Vollkommen, deswegen ist es auch hier der Vorweihnachtscheck. Also zwei Discs übrigens. Boah, fett, oder? Epic! Gänsehaut! Schöne Gänsehaut! Also wie gesagt, Sachsen haben eine riskante Platte aufgenommen, aber im Grunde alles richtig gemacht. Hör auf jetzt, lass Biff singen. Ich sing besser. Mit Biff Byford, ja nicht klar. Mit der Kappe kannst du alles, oder? Anyway. Also wie gesagt, sag mal. Unplugged and Strung Up. Erst haben wir gedacht, oh mein Gott, muss ich mir das jetzt wirklich anhören? Ist danach haben wir gedacht, oh Gott, darf ich es bitte wieder hören? Also fünf Weißbier auf jeden von Fall. Vier Hellen, auf alle Fälle, volle Punktzahl für uns. Von vier Hellen. Weil, fünf von fünf! Weil wenn einem die CD1 nicht gefällt, die ganzen orchestralen Versionen, hat man noch die CD2 zugepackt und das sind alle Klassiker nochmal so drauf. Also Best of plus neu. Rules. Wir kommen. Weil natürlich Vorweihnachts-Neuheiten-Quickcheck ist. Nicht nur zur Musik, sondern auch zu weiterem Alk. Wir werden im Moment zu bombardiert von verschiedensten Produkten, von Bieren, von Weinen mit Bandlabels drauf. Und da haben wir uns gesagt, scheiße, den müssen wir auch alles probieren, okay? Also her mit den Flaschen. Ja. Und dankenswerterweise haben wir auch Zeug bekommen. Wir fangen an, Ruby, mit Iron Maiden Bier. Dem schon altbekannten und bewährten, mittlerweile schon nicht mehr ganz so neuen Maidenbier, The Trooper. Und es ist tatsächlich schon im Vorfeld sehr, sehr lecker. Wir müssen es eigentlich noch gar nicht aufmachen. Es ist im Vorfeld sehr, sehr lecker. Ja, weil wir haben ja schon 50 Flaschen davon gesoffen. Also so ist es nicht. Aber wir machen es trotzdem eine halbe auf, weil es ist ja gerade irgendwie frisch. Ist es eigentlich positiv oder negativ, wenn man so als Alkoholkenner durchgeht und wir alles testen müssen hier? Okay, es ist positiv, geil. Ja, ist ja logisch. Deswegen, lasst euch nicht verarschen zu Weihnachten von allen Weinsachen, die da hier kreuchen und fleuchen und von den Biersachen. Wir probieren die für euch vorher.
Ja. Und sagen euch dann, ob wir noch Auto fahren können. Aber es steht drauf, wir dürfen nicht mehr als 3 bis 4 Flaschen pro Tag trinken. Und Frauen auch nur 2 bis 3 Flaschen pro Tag. Also du bist mit 1,5 dabei. Also gut, ich trinke keine. Prost. Weil Maidenbier besser ist als Tough-Stuff-Bier. Das ist gar nicht sein. Kann gar nicht sein. Aber wir bewerten es jetzt einfach mal außer Konkurrenz. Hm? Ah, geiler Abgang auf der Zunge. Den Joke wollte ich jetzt gerade machen, danke. Nein, hättest du nur gemacht. Zähne putzen. Ja, es ist schon sehr... Es ist was ganz anderes einfach. Es ist tatsächlich, man möchte es kaum glauben, aber Maidenbier ist Mainstream. Es ist also sehr mild, relativ bekömmlich. Tough Stuff Bier, Ecke, Kante, hart, tough. Tough Stuff ist dann einfach hart. Individuell, Bier. Underground. Bier für Maidenbier, sanfter, tatsächlich mehr für Frauen, verstehe. Aber man schmeckt aber schon, dass es von der Insel kommt, finde ich so. Ja, es ist auch ein Ale, glaube ich. Die Ale-Sachen gehen schon durch. Ich kann kein Englisch, was steht denn da? Ja, du kannst kein Englisch. Charger of the Light Brigade. Anyway, hey, jetzt, Geschichte ist auch noch hinten drauf. Also, wie gesagt, Maidenbier, Daumen hoch, es gibt Schlechteres. Hallo AC/DC. Aber es gibt schlechte. Ja, ich meine, das AC/DC-Dosenbier kannst du beim Netto kaufen. Ja, aber es ist ein gutes Bier. Ja, das ist ein gutes Bier. Für jeden Metal-Fan auch ein geiles Geschenk. Zum Geburtstag so Sixpack Maiden Bier, 10 Kästen Tough Stuff Bier, also, ist mal gut dabei. Wenn ihr die Wahl habt zwischen Tough Stuff und Maiden, ihr weißt schon, das Label schaut besser aus, aber lasst euch nicht foppen. Warte mal, man kann das auch so trinken. Das ist halt geil. Das ist Sharon, geil. Komm zurück! Wer ist geil, ich oder Sharon? Also, nicht vergessen, Sachsen, geil, 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 Unplugged and Strung Up. Tough Stuff Bier, geil, geil, geil. Maidenbier, nur geil. Nur geil. Nur einmal geil, aber schon auch geil. Okay? Yes. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Servus und Tschüss. Sonst sagen wir immer gute Nacht. Gute Nacht. Ja, euer Ruby und dann sagst du Mosi. Ja, genau, vergesst es. Wir sind Profis einfach. Tough Stuff. Die Heavy Metal Show. Mit dem Metal Moser. Und Ruby dem Recher. Jeden Samstag um 23 Uhr. Rock Antenne. 100% Rock. Nonstop.